Freunde, was geht? Heute geht es mal wieder um GTA 6, denn gestern hat Rockstar Games einen Screenshot gepostet, in dem sehr viele Leute etwas Mysteriöses gesehen haben und dann haben sich in letzter Zeit bei mir wirklich viele Zuschauer gemeldet, die gesagt haben, yo, ich habe gehört, am 26. Oktober soll GTA 6 angekündigt werden. Stimmt das? Also, dass jetzt GTA 6 oder vielmehr die Ankündigung davon vor der Tür steht, ist uns, denke ich, allen bewusst. Das Spiel soll ja auch an sich laut Finanzreport von Take-Two zwischen Frühjahr 2024 und Frühjahr 2025 erscheinen. Also viel Zeit für Promotion bleibt da langsam nicht mehr übrig. Wenn man bedenkt, dass bei GTA 5 und Red Dead Redemption 2 jeweils fast 2 Jahre Promotion gemacht wurde. Jedenfalls gehen jetzt sehr viele davon aus, dass es nun im Oktober den nächsten offiziellen Post von Rockstar Games zum neuen GTA-Teil geben wird. Gestern hat Rockstar Games jedenfalls diesen Screenshot hier gepostet. Am Donnerstag erschien hier nämlich eine neue Eventwoche und seitdem kann man auch das rote Happy Moon T-Shirt bekommen. Was jetzt allerdings sehr viele gesagt haben, ist, dass es kein Zufall sein kann, dass man vom Vinewood-Schriftzug nur das VI sehen kann und dann die 2 Charaktere mit dem T-Shirt kommen. Auch sei es absolut verrückt, dass das Foto genau da anfängt, wo das V von Vinewood oder von VI beginnt. Man könnte also ein sehr deutliches und in Szene gesetztes VI lesen. Und dass man in Screenshots von Rockstar Games ein VI lesen kann und das dann ein Teaser zu GTA 6 sei, wird von der Community zwar immer wieder behauptet, zuletzt hier zum Beispiel mit dem VI, welches man angeblich in diesem Strommasten am Kanal sehen soll, aber dieses VI beim Happy Moon T-Shirt Screenshot, das ist dann meiner Meinung nach schon ein bisschen was anderes, denn hier kann man wirklich tatsächlich sehr deutlich ein VI lesen. Ob das nun wirklich was bedeutet oder ob der Mitarbeiter bei Rockstar Games, der die Eventwochenfotos im Rockstar Editor aufnimmt, einfach nur trollen möchte, das muss jetzt jeder für sich entscheiden. Was nun aber um einiges interessanter ist, ist folgendes. Nachdem es nämlich jetzt 1 Jahr lang echt recht ruhig um den nächsten GTA-Teil war und seit dem Gameplay-Leak auch keine weiteren Leaks mehr aufgetaucht sind, tut sich jetzt eventuell doch noch etwas auf Twitter. Denn es gibt jetzt jemanden, der sich Chris Marks nennt und von sich behauptet, Kontakt zu Quellen von Rockstar Games zu haben und dieser Nutzer sagte wörtlich, ich kann bestätigen, dass die GTA 6 Ankündigung am 26. Oktober 2023 erscheinen wird. Am Mittwoch, den 27. September postete er außerdem noch, dass Rockstar Games vor dem 26. Oktober noch Hinweise auf den nächsten GTA-Teil posten wird. Als dann gestern am Donnerstag der Screenshot mit dem Vinewood-Schriftzug erschien, nutzte er das, um den Post als Bestätigung seiner Glaubwürdigkeit zu nutzen, da er voraussagte, dass es noch Hinweise zu GTA 6 geben wird. Heute Nacht um 2 Uhr hat der Account dann aber folgendes gepostet. Ich freue mich, bestätigen zu können, dass die Preview-Kampagne von GTA 6 angelaufen ist und Rockstar Games aktiv auf Journalisten und einflussreiche Persönlichkeiten der Branche zugeht. Reviews von dem Spiel werden kurz nach der offiziellen Ankündigung verfügbar sein. Des Weiteren sagte er, ich kann eindeutig bestätigen, dass auf die Ankündigung von Rockstar Games sehr bald eine Preview von dem Spiel folgen wird. Also laut diesem Twitter-Leaker, ja Elon Twitter und nicht X, geht Rockstar Games gerade selber auf Journalisten und einflussreiche Leute in der Branche zu, um sie die Kampagnen-Preview von GTA 6 erleben zu lassen. Und nachdem dann das Spiel von Rockstar Games auch angekündigt wird, soll es nicht mehr lange dauern, bis es eine Preview von dem Spiel an sich gibt, also eventuell ein Trailer oder Artikel und Videos von den Journalisten. Hört sich auf jeden Fall richtig wild an, aber passt leider so gar nicht zu Rockstar Games. Erstmal liebt Rockstar Games nämlich lange Pausen zwischen Ankündigungen, das weiß, denke ich, jeder von uns, der GTA spielt. Bei GTA 4, GTA 5 und auch bei Red Dead Redemption 2 sind immer mehrere Monate zwischen einzelnen Updates von diesen Spielen vergangen. Es ist also wirklich sehr, sehr untypisch für Rockstar Games, das nun anders zu machen. Was nun aber noch eine viel größere Rolle spielt. Wenn Rockstar Games gerade wirklich auf Journalisten und einflussreiche Leute aus der Branche zugeht, warum ist dann dieser unbekannte Twitter-Leaker der Einzige, der davon erzählt? Warum kann diese Information nicht zum Beispiel Tom Henderson bestätigen? Ein sehr bekannter, sehr vertrauenswürdiger Leaker, der schon seit mehreren Jahren liegt und in der Vergangenheit schon oft beweisen konnte, dass seine Voraussagen so eingetroffen sind. Auch er hat bereits schon in der Vergangenheit geringfügig über GTA 6 berichtet. Und Tom Henderson würde durch seine Kontakte definitiv davon mitbekommen, dass Rockstar Games Previews von dem Spiel zeigt, aber dazu hat er nichts gesagt. Und nicht nur er hat dazu nichts gesagt, kein einziger bekannter Leaker hat dazu etwas gesagt. Nur dieser Twitter-Account mit ein paar tausend Followern, der Anfang des Jahres erstellt wurde, sagte etwas dazu. Okay, jetzt wo ich gerade das Skript schreibe, scheint sich die Vermutung sogar zu bestätigen, dass der User einfach ein Imposter ist und sich das alles nur ausdenkt. Denn jemand fand folgenden Screenshot von Oktober 2022. Hier schrieb nämlich der Nutzer Adrian Perea, ich gebe einen Scheiß auf kleine Teile von Gruppen, die neidisch auf mich sind, wegen meiner Berühmtheit und meinem Erfolg in meiner League-Karriere. Sie können weiter Scheiße reden, während ich 1000 Follower übersteige, Videos über mich auf YouTube sehe und Artikel über meine Leaks auf Google lese. Und jetzt gebt euch mal folgendes, ein Reddit-Nutzer fand nämlich heraus, dass der angebliche Twitter-Leaker Chris Marks schon viele Accounts hatte, auf welchen er angebliche Leaks gepostet hat und
und einfach nur Follower haben möchte. Und nachdem er darauf angesprochen wurde, hat er die Accounts auch jedes einzelne Mal gelöscht. Also laut dem Reddit-Nutzer ist der Betreiber von dem mittlerweile gelöschten Adrian Perea-Account derselbe, der auch Chris Marx betreibt. Und diese Aussage von dem Reddit-Nutzer, die passt auch ziemlich gut dazu, dass dieser Chris Marx-Account erst vor einem halben Jahr erstellt worden ist. Denn jedes Mal, wenn der angebliche Leaker Herr Hobbs genommen wurde, hat er seinen Account gelöscht. Aber das Detail, was dann für mich die Sache bestätigt hat und für mich auch die Aussage von dem Reddit-Nutzer bestätigt hat, ist folgende. Denn hier ist ja der Tweet von dem Leaker Adrian Perea von Oktober 2022, also fast ein Jahr alt. Hier ergötzt er sich ja an seiner unglaublichen Reichweite von 1000 Followern und er freut sich an den Videos und Artikeln, die es über ihn gibt. Und sein Twitter-Benutzername ist Adrian Perea. Sein Twitter-Handle allerdings ist Perea Adrian, also einfach der Name umgekehrt. Und der Reddit-Nutzer behauptet ja, Adrian Perea hätte dann seinen Account gelöscht und jetzt einen neuen Account, nämlich Chris Marx. Und wisst ihr was? Auf Twitter ist der Benutzername Chris Marx, aber der Twitter-Handle von dem Account ist Marx Chris. Also auch wieder ein 0815 Vor- und Nachname, der jeweils in umgekehrter Reihenfolge geschrieben wurde. Und vielleicht seid ihr ja selber nicht auf Twitter, kann ja sein, aber so ein Zufall ist eigentlich unmöglich. Hier seht ihr gerade mal, wie 99% aller Twitter-Profile eigentlich aussehen. Der Anzeigename unterscheidet sich eigentlich immer vom Handle und fast niemand hat einen einfachen Vor- und Nachnamen. Dass es also zweimal GTA-6-Leaker gibt, die keinerlei Beweise über ihre Glaubwürdigkeit erbringen können und beide Accounts immer nur ein paar Monate existieren und dann beide Accounts auch noch nur einen Vor- und Nachnamen als Namen und dann als Handle den Vor- und Nachnamen einfach vertauscht haben, ist einfach kein Zufall. Ach und Leute, jetzt wo ich gerade mit dem Skript wirklich fertig bin, hat Chris Marx gerade nochmal was getwittert, denn er schrieb, er wird jetzt vor der offiziellen Ankündigung von GTA 6 keine weiteren Informationen mehr veröffentlichen, um das Risiko unbegründeter Spekulation und falscher Anschuldigungen zu vermindern. Okay, Bro, wie du meinst, klingt zwar ein bisschen so, als wenn du dich jetzt ertappt fühlst und einfach nur den Schwanz einziehst, aber passt schon. In diesem Sinne, lasst euch keine Bären aufbinden, die GTA 6 Ankündigung kommt, wann sie kommt, es gibt schlichtweg keinerlei Leaks dazu. Dass es nun im Oktober passiert, ist zwar wahrscheinlich, aber wir wissen es einfach nicht. Wenn es aber soweit ist, mache ich da direkt ein Video zu und wenn du das nicht verpassen möchtest, abonniere doch gerne meinen Kanal und ciao.